Langes Leben euch, Tane. Selbstverständlich. Woran habt ihr gedacht? Ich werde mich sofort darum kümmern. Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Sehr gut. Ich treffe die... Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? Sehr gut. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Ja, Dovahkiin. Wie kann ich euch helfen? Euer Habt ihr diese Krieger aus Hammerfell gesehen? Etwas nervös. Wigner und ich haben alle Hände voll zu tun. Es ist keine einfache... Und wir haben alles Mögliche unternommen, um uns darauf vorzubereiten. Aber denkt daran, dass die Gefährten aus Weißlauf stammen. Nun, es könnte schlimmer sein. Der frühere... Aber natürlich war es viel Arbeit. Wigner möchte nicht, dass der Wechsel sich negativ auf die Einwohner auswirkt. Sie haben schon genug andere Probleme. Als ich Vogt wurde, musste ich der Flasche abschwören. Die Leute aus dem Fürstentum verdienen meinen vollen Einsatz. Angesichts eurer Verdienste im Kampf gewähre ich euch hiermit die Erlaubnis, in Weißlauf Eigentum zu erwerben. Wenn ihr daran interessiert seid, wendet euch an meinen Vogt. Ja... Sie sind ein alter Clan wie wir, aber sie haben sich auf die Seite des Kaiserreichs geschlagen, als der Aufstand losbrach. Olfried Kampfgeborener hat sein Geld mit der Landwirtschaft verdient und unter den Adeligen des Kaiserreichs neue Freunde gefunden. Jetzt steht er auf der Gehaltsliste des Kaisers, genau wie alle anderen, ohne Achtung für Ehre und Tradition. Nun, zuerst gilt es, Reparaturen durchzuführen und Wunden zu heilen. Die Leute verlassen sich darauf, dass wir die Stadt wieder auf Vordermann bringen. Sobald die Lage sich etwas beruhigt hat, werde ich versuchen, weitere Stadtwachen anzuheuern und unsere Wasser- und Nahrungsvorräte aufzustocken. Das Kaiserreich könnte versuchen, die Stadt zurückzuerobern. Schlimmstenfalls bekommen wir Besuch von einem Drachen. Ja,
Wir müssen für beides gewappnet sein. Ja, sicherlich. Talos war es, der uns geholfen hat, die Stadt zurückzugewinnen. Das ist so sicher wie der Sonnenaufgang am Morgen. Vielleicht errichten wir sogar einen neuen Tempel und lassen ihn von Heimskar leiten. Das würde ihm bestimmt gefallen. Ich hatte eh alles gesagt. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Als die Sturmmäntel die Herrschaft in Weißlauf an sich rissen, war das ein Sieg für alle wahren Nord. Ich nehme meine Pflichten als Huskarl sehr ernst. Ich würde ohne zu zögern Blut vergießen, wenn mein Onkel Vignar in Gefahr ist. Weißlauf ist wieder in den Händen seiner Rechten. Ja, wir waren zwei der ältesten und angesehensten Clans der Stadt. Aber dann ist Olfred reich geworden und hat beschlossen, dass er und seine Sippe zu gut für uns einfaches, rückständiges Nordvolk seien. Als die Unruhen losgingen, schlug er sich auf die Seite des Kaiserreichs. Seitdem haben wir nicht mehr viele Worte gewechselt. Dann zieht mal eures Weges, Junge. Was braucht ihr? Ich habe kein Problem. Wir müssen etwas gegen diese Vampirangriffe unternehmen. Was braucht ihr? Ich betreibe jetzt die Schmiede. Irgendwie zum Fürchten. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Ich Ganz sollte gleich, wieder zurück an die passiert. Arbeit gehen. Die Wachen das werden Geld euch für alles, was ihr getan habt, auf immer dankbar sein.